Hey Leute, ich zeige euch heute mal, wie man mit einer Zahnpastatube ein bisschen Spachtelmasse einfach ein paar Löcher zuspachtelt. Die typischen Löcher, die ihr im Haushalt so findet, wenn ihr ausziehen müsst oder was renoviert. Kleiner Lifehack, einfach eine Zahnpastatube, eine alte nehmen, die schön auswaschen und dann kann das Ganze schon losgehen. Ja? Wir schneiden hinten einfach nur das Ende auf und dann füllen wir das Ganze auf. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Du kriegst fertigen Spachtel in solchen Tuben, die kannst du so reindrücken, dann spachtelst du das aus. Habe ich nicht da, ich habe hier noch so einen großen Eimer Spachtelmasse noch vom Verputzen. Und eine Zahnpastatube. So, erstmal leer machen, auswaschen, habe ich schon getan. Und dann schneide ich hier hinten auf. Ich fühle mich wie Peter Lustig. Und dann machen wir hier ein bisschen was von dieser Spachtelmasse hier rein. So. Und dann, wie man das halt bei Zahnpasta so macht, krempel ich das hier ein bisschen um. So, dann schneiden wir uns das Loch. Jetzt haben wir einen schönen Ansatz, wo wir reinpicken können. Und füllen das aus. So, und zu. Fertig. So, ringsrum machen wir die Fliese wieder ein bisschen sauber, da keine Spachtelreste übrig bleiben. Zugespachtelt. Fertig. So, und so einfach habt ihr einfach ein paar Spachtellöcher mit einer Zahnpastatube und Spachtel und ein bisschen Spachtelmasse wieder dicht gemacht. Das ist ganz einfach. Easy going. Ja? Ich habe ja gesagt, wir machen hier die Billigvariante der Renovierung. Von daher benutzen wir halt den Müll. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Viel Spaß bei der lustigen Idee.